aus hier so ein bisschen Mitte. Naja, wäre ja bei allem hier so. So. Ausleuchten. So. Jetzt brauchen wir die Pflanzen. Wo sind die? Da, Seeds. 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 Eine Reihe Karotten. Ja, komm. Drei Reihe Kartoffeln. Getreide. Dieses Flex, was auch immer es ist. So. So, haben wir schon den Eisen. Das ist doch schön. So. So, jetzt hole ich mir gleich erstmal ein bisschen Rubber hoch. Nee, was heißt hoch? Mein Gott. Wo ist das jetzt? Da. Tretrap. Genug. Wahrscheinlich können auch nur die Dinger hier hinstellen und würden die trotzdem wachsen. Also da drin sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn nicht, dann werde ich das sehen, wenn ich die ganzen abholze, also die Blätter wegmache. Und dann nichts dran sein wird. Das immer fliegt. So. Ein paar habe ich ja schon. Ich glaube, aus jedem kriege ich 3 raus. 3 mal 13. 9. 30. Ich gucke immer nur nach oben, oder kann ich ja eigentlich mal hier unten gucken. Ich hoffe, ich mache damit das nicht kaputt. Nein. Da kann man ja nicht gerade viel rauspumpen, bevor es kaputt geht. Naja, ist ja nur billig Holz. So. Könnt ihr hier reingucken, 17 Stück, gleich mal mehr. Yay! Ach, ich habe ja noch was oben gehabt. Oh, schon wieder dran. Krass.
Vielleicht es fliegt. Ja, okay. Also es wächst auch sowas dran. Vielleicht muss man nur den Zipfel oben stehen lassen. Also hier ist zumindest was dran gewachsen. Wie das aussieht. Ne? Okay, hier ist nichts. Dass manche auch einfach gar nichts dran haben, voll nervig. Hier ist echt nichts hier dran, das. Wo ist es hingeflogen da? Schäfchen. So. Wieso fliegt das denn so weit? Fliegegummi. Naja, also jetzt erst dauert das nur so lange, weil ich die Blätter wegmachen muss, aber sobald die mal weg sind, dann kann ich immer rumgehen. Schnell, zack, zack. Und das mal da raussaugen. So. Ihr seht, das ist deutlich mehr. Ja, mach schön mal mit Gummi. So, in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann die Quarry bauen, weil wir haben Diamanten, wir haben Gold. Wir müssten eigentlich alles dafür haben. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mal eine Bewertung da oder ein Abo. Würde mich darüber sehr freuen. Wir sehen uns dann in den anderen Projekten oder bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.